ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Tag. Ich wurde nämlich heute getaggt, deswegen ist das Video auch total spontan. Und ich war eigentlich überhaupt nicht dazu gerade aufgelegt, ein Video zu machen. Aber dann habe ich den Tag gesehen und der interessiert mich tatsächlich sehr. Es geht auch so ein bisschen um den Sub. Und da habe ich gedacht, ich drehe den jetzt sofort. Und zwar wurde ich getaggt von One Lady Style Books. Der Tag hat 8 Fragen und heißt To be read and unread books. Also Bücher, die man gelesen oder eben nicht gelesen haben sollte in irgendeiner Form. Irgendwie sowas. Ich fange jetzt auch sofort an, weil sonst wird es wieder zu lang und das wollen wir nicht. Und deswegen, ja. Frage Nummer 1. Wie viele ungelesene, gelesene Bücher hast du? Also einmal wie viele gelesene Bücher habe ich und einmal wie viele ungelesene Bücher habe ich. Ich habe eben mal grob drüber gezählt und dabei ist rausgekommen, dass ich gelesene Bücher 423 habe und dass ich 153 ungelesene Bücher habe. Also eigentlich ist das ein mega guter Schnitt, ja. Ich habe sehr, sehr viel mehr Bücher gelesen als Bücher, die auf meinem Sub liegen. Und ich finde, 150 ist an sich auch noch ein ganz okayer Sub. Es gibt Leute, die haben deutlich mehr als ich. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. So habe ich so meine eigene kleine Bibliothek, wo ich mir immer ein paar Bücher aussuchen kann. Und ich lese ja auch im Schnitt immer so 5 Bücher. Und ich bekomme natürlich jeden Monat eigentlich immer ein paar mehr Bücher als 5 oder 6 dazu. Aber ja, manchmal schaffe ich auch mehr als 5 Bücher. Also 5 Bücher ist eigentlich eher eine Ausnahme, ist eigentlich ziemlich wenig. Ich lese eigentlich wirklich immer so zwischen 5 und 10. Irgendwie sowas. Und eigentlich gibt sich das bei meinem Sub deswegen nicht so viel, weil ich immer ungefähr so viele Bücher reinbekomme, als ich dann auch lese. Und deswegen schwankt es nur so ein bisschen, denke ich, immer so zwischen 150 und 200, so ein bisschen darum. Und ja, gelesene 423, ich bin mega stolz auf mich. Ich habe halt auch einige Bücher aussortiert, deswegen sind das nicht alle Bücher, die ich jemals gelesen habe. Aber das sind jetzt die Bücher, die in meinem Regal stehen. Also 423 Bücher stehen in meinem Regal und ja, ich liebe sie alle. So, Frage Nummer 2. Welches Buch in deinem Regal ist am längsten ungelesen? Da gibt es tatsächlich ein paar mehr. Und zwar zähle ich da natürlich die Bücher vor meiner BookTube-Zeit mit, die schon auf meinem Sub liegen, wo ich noch nicht mal mit BookTube angefangen hatte. Also die schon seit diesem Zeitpunkt vorher auf meinem Sub gelegen haben. Und ich habe jetzt einfach mal 2 Stück ausgesucht. Und zwar ist das einmal Die fließende Königin von Kai Meier. Das liegt einfach deshalb schon so lange auf meinem Sub, weil das von meiner Schwester ist. Ich habe mir das mal von meiner Schwester genommen. Sie fand das nicht so gut. Und ich habe es einfach immer noch nicht gelesen. Ich habe jetzt zwar die komplette Reihe hier. Und ich denke auch eigentlich, dass das Buch sich schnell gelesen haben würde, wenn ich es am Anfang würde. Aber ja, ich bin einfach noch nie so in der Stimmung für dieses Buch gewesen. Ich hoffe, dass es noch irgendwann kommt, weil ich die Reihe auf jeden Fall gerne gelesen haben will. Und dann noch ein Buch, das ich, glaube ich, auch wegen des Covers wegen, weil es so dick ist, einfach noch nicht gelesen habe und weil es schon so alt ist, so eine alte Ausgabe. Ich glaube, ich muss mir da eine andere kaufen. Nämlich habe ich von Stephen King The Green Mile und das ist so eine Filmausgabe, die ist schon echt alt, die ist mega vergilbt. Ich habe die mal drüben im alten Haus meiner Oma gefunden und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe ein Stephen King Buch da, nimmst du es dir mit, ja? Und das liegt jetzt auch schon echt hier auf meinem Sub, schon vor meiner BookTuber-Zeit hat das da schon gelegen. Und ja, ich habe es nicht gelesen. Tatsächlich sind hier auch Bilder drin, oh mein Gott. Auch Filmbilder, aber auch so Bilder. Ja, also es ist schon echt lang bei mir und wegen der Dicke habe ich das noch nie gelesen und weil ich halt gehört habe, dass es mega traurig sein soll. Ich habe auch den Film tatsächlich nicht gesehen, ja, das muss ich dazu sagen. Ich habe also keine Ahnung, um was es hier geht und ob das mir gefallen würde. Aber das hat diesen typischen alten Buchgeruch, das mag ich ja eigentlich. Ja, keine Ahnung, wann ich das vielleicht irgendwann mal lesen werde, ich kann es euch echt nicht sagen. So, Frage Nummer 3. Das Nummer 1 Buch deiner zu lesenden Bücher. Ja, das ist ein Buch, also ich habe jetzt einfach das Buch ausgewählt, was ich so in meinem Kopf habe, weil ich es unbedingt als nächstes lesen will. Und zwar ist das Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Ich würde das so gerne als nächstes lesen und vielleicht sogar noch in diesem Monat schaffen. Das kommt darauf an, wie schnell ich mit meinem jetzigen Buch durchkomme. Und ja, ich freue mich schon mega auf dieses Buch. Es geht hier um Miles und Tate und eigentlich wollen sie sich nicht verlieben und sie verlieben sich doch und ja. Es ist irgendwie so eine Story, also das, was hinten drauf steht, hört sich voll 0815 an. Deswegen mal sehen, was Colleen Hoover sich diesmal ausgedacht hat. Ich bin mega gespannt und das wird auf jeden Fall das nächste Buch sein, was ich lesen werde. Deswegen das Nummer 1 Buch auf meinem Sub. Es ist nicht so, als würde ich andere Bücher in irgendeiner Form dem unterstellen, aber das ist halt das, wo ich sage, oh, ich will es jetzt unbedingt als nächstes lesen. Deswegen ist das sozusagen das Nummer 1 Buch.
So, viertens, ein Buch, das du gerne lesen möchtest, aber nicht besitzt. Ja, da kommen einfach, ich habe eine Wunschliste von über 400 Buchtiteln, ja. Es ist schwierig, da irgendwie sich einen auszusuchen, aber ich wähle jetzt einfach mal ein Buch, was ich letztens im Buchladen gesehen habe. Und weil ich einfach kaum noch Geld habe diesen Monat, konnte ich es mir nicht kaufen. Und ich habe mir geschworen, es mir nächsten Monat zu kaufen. Und das ist Paper Princess. Ich weiß, dass es auch mega schlechte Bewertungen hat, aber ich finde, die Story hört sich so cool an. Und ich will es unbedingt lesen. Ich finde das Cover mega schön. Und oh mein Gott, wie sehr will ich dieses Buch lesen? Ich will dieses Buch unbedingt lesen. Und nächsten Monat kommt ja dann noch irgendwann, glaube ich, sofort der zweite raus. Deswegen, ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Ich werde es mir auf jeden Fall nächsten Monat kaufen. Und ja, ich besitze es noch nicht, aber ich werde es bald besitzen. So. Nummer 5. Ein ungelesenes Buch, bei dem du dich nicht erinnern kannst, es gekauft zu haben. Ja, das ist ein Buch, das echt auch schon seit Anfang meiner BookTube-Zeit hier auf meinem Sub liegt. Ich meine, ich habe es mal gebraucht auf Facebook gekauft, aber ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Und zwar ist das Totenbraut von Nina Blason. Ich habe von Nina Blason schon mehrere Bücher gelesen, aber ich habe gerade keine Ahnung mehr, welche das waren. Und dieses Buch habe ich mir irgendwann Anfang meiner BookTube-Zeit, irgendwann letztes Jahr wohl gekauft. Ja, aber seitdem liegt es hier und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie und wo ich das gekauft habe. Vor allem die Ausgabe ist noch nicht mal so schön. Die Ausgabe ist eigentlich mega hässlich. Das ist so eine Ravensburger Ausgabe. Naja, mal sehen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennt dieses Buch ja jemand und kann mir sagen, wie das ist, ob das gut ist, ob das schlecht ist, weil ich habe echt die Befürchtung, dass mir das nicht gefällt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kommen wir zur nächsten Frage. Nämlich die Nummer 6. Ein ungelesenes Buch, von dem du nicht weißt, ob du es lesen oder weggeben möchtest. Da habe ich mir auch zwei Bücher ausgesucht. Ich habe tatsächlich mehr Bücher hier, bei denen ich echt mit mir hadere, ob ich sie nicht aussortieren soll. Aber nur Bücher von meinem Sub, jetzt nicht Bücher von meinem gelesenen Bücherregal. Und zwar ist es einmal Drachenläufer von Carla Tosini. Ich habe einmal ein Buch von Carla Tosini gelesen. Und das war sehr, sehr emotional und es war auch irgendwie ganz schön. Die Thematik fand ich auch sehr cool. Ich mochte das, ja. Und dieses Buch habe ich mir mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und auch hier interessiert mich die Thematik, aber ich weiß nicht, ob ich sie jemals lesen werde. Auch die Schrift ist so klein. Ich kann euch das mal zeigen. Also ich finde die mega klein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei euch auch so rüberkommt, aber ich finde sie mega klein, deswegen lege ich das Buch immer wieder zur Seite. Ja, es soll ja sehr, sehr gut sein, aber ich hadere echt mit mir, ob ich das nicht aussortieren soll. Obwohl es schade wäre, weil ich ein anderes von Carla Tosini sehr mochte, aber ja, auf jeden Fall noch ein Buch, wo ich echt überlege, ob ich es nicht weggeben soll, ist von Michelle Zink, Die Prophezeiung der Schwestern. Dieses Buch hat zwar mega fette Schrift und wahrscheinlich würde ich es echt schnell weglesen, aber ich will mir vorher nicht die nächsten Teile kaufen, weil ich Angst habe, dass es mir nicht gefällt. Aber falls es mir doch gefallen wird und ich lese es tatsächlich und es gefällt mir und ich habe die weiteren Teile nicht, ist halt auch Kacke. Ja, ich schätze auf jeden Fall, also ich werde mir auf keinen Fall die weiteren Teile kaufen, bevor ich den gelesen habe. Das steht schon mal fest, weil ich echt so ein bisschen Angst habe, dass mir das nicht gefällt und deswegen bin ich auch allzu am Hadern mit mir, ob ich das nicht vielleicht einfach auch aussortieren soll, ohne es gelesen zu haben, aber da hat man dann immer das Gefühl, scheiße. Was, wenn das ein Kracher gewesen wäre? Was, wenn das Buch doch mich tierisch mitgerissen hätte? Wenn es dann doch so, so gut gewesen wäre, dass ich das wahrscheinlich immer bereuen würde, das Buch weggegeben zu haben. Deswegen werde ich es wahrscheinlich doch nicht weggeben. Gott, ich hadere immer mit mir, Bücher wegzugeben. Das ist ganz schlimm. Naja, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich die Nummer 7. Ein ungelesenes Buch, bei dem du Schuldgefühle hast, es noch nicht gelesen zu haben. Ich habe eigentlich keine Schuldgefühle, wenn ich Bücher noch nicht gelesen habe. Ich habe nur immer das Gefühl, ich bin sehr weit hinterher. Also ich denke mir nochmal so, scheiße, die Reihen sind schon so alt. Also es geht hier tatsächlich um Reihen, nicht um Einzelbände, immer nur um Reihen, weil irgendwie hat sich das dann immer in meinem Kopf ein, oh scheiße, die Reihe, die gibt es schon so lange und alle lieben die und du hast sie noch nicht gelesen. Ich habe dann keine Schuldgefühle so von wegen, scheiße, ich habe es noch nicht gelesen. Ich mache mir halt einfach Gedanken, dass ich so weit hinterherhänge, weil ich dann irgendwie auch immer gerne wissen möchte, was macht diesen Hype aus? Wieso sind diese Bücher so gehypt? Wieso sind diese Reihen so als gut betitelt worden? Ich will das dann immer wissen und dann sitze ich halt immer da und denke mir so, Kacke, du hast es noch nicht gelesen. Das ist halt immer recht blöd. Und ich habe das tatsächlich bei mehreren Reihen, auch bei zum Beispiel Die Bestimmung. Ich denke mir so, oh, ich hätte es einfach schon längst gelesen haben können. Ich habe alle Teile hier und habe es noch nicht gelesen einfach, ja.
Und ja, das Gefühl habe ich auch bei Dark Elements, nämlich Steine in Schwingen. Das ist jetzt stellvertretend der erste Teil. Ich habe das ja in dieser Schuba-Ausgabe, die ich mega schön finde. Und ich habe halt den Schuba. Das heißt, ich habe alle drei Teile plus diesen Extraband. Aber hier hätte ich mir tatsächlich vorher überlegen sollen, ob ich nicht doch die Hardcover hätte kaufen sollen. Weil, guckt euch die Schrift an. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so seht wie ich, aber die ist in diesen Taschenbüchern einfach mega klein. Oh mein Gott, ist diese Schrift klein. Und ich weiß, dass diese Bücher einen so in ihren Bann ziehen sollen, aber ich kann mich immer so schwer dazu aufraffen, Bücher zu lesen, wo die Schrift so mini ist, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe nichts, wenn ich 10 Seiten gelesen habe. Dann kommt mir das so wenig vor und... Oder es kommt einem so viel schon vor. Andersrum, sorry, ich habe mich versprochen, es kommt einem mega viel vor, wenn man 10 Seiten gelesen hat, weil man irgendwie das Pensum eigentlich von 50 Seiten gefühlt gelesen hat, weil die Schrift eben so klein war. Ja, genau, deswegen, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich noch nicht gelesen habe, ich mache mir halt nur selbst so ein bisschen Vorwürfe, weil ich ein paar Reihen immer hinten angestellt habe und nicht mehr dazu gegriffen habe, weil ich mir immer so, es ist halt ein bisschen blöd, ja, aber ich glaube, das hat man immer echt öfters. So, dann Frage Nummer 8. Eine Buchreihe, von der du viel gehört hast, die du aber nicht lesen möchtest. Oh Leute, da fällt mir echt überhaupt nichts ein. Ich habe mich eben echt hingesetzt, habe die Frage durchgelesen und habe mir so gedacht, verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer so, sobald ich eine Reihe sehe, die in irgendeiner Form gehypt worden ist, denke ich mir so, oh, ich will es auch lesen, weil der Inhalt hört sich gut an und bla. Also ich habe irgendwie bei keiner Reihe, dass ich sagen würde, ich will sie auf gar keinen Fall lesen, außer Blutspur. Davon habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ich habe das Gefühl jetzt eher so bei Reihen, die ich hier habe und wo ich anfangs so überzeugt vom Inhalt war und dann später so gedacht habe, verdammt, du hast nie Bock auf diese Bücher. Wieso ist das so? Jetzt zum Beispiel Dark Elements. Ich wollte diesen Schuber unbedingt. Ich wollte unbedingt diesen Schuber und jetzt habe ich ihn bestimmt vor ein paar Monaten und lese die Reihe nicht. Dann zum Beispiel Vampire Academy. Ich habe so keine Lust, Reihen über Vampire zu lesen. Ich meine, dieses Buch habe ich auf dem Flohmarkt für 1 Euro gekauft, ja? Und alle sagen, diese Reihe sei so, so gut und ich sollte sie unbedingt lesen. Und ich denke mir immer so, nein, es geht um Vampire. Vampire, ich will nichts mehr über Vampire lesen. Ich sollte sie wahrscheinlich wirklich lesen, aber ich bin gerade echt so auf dem Trip, dass ich das nicht will. Und ja... Bei Dark Elements geht es mir so, bei Die Bestimmung geht es mir so, weil ich da halt gerade erst die Filme gesehen habe. Bei Herr der Ringe geht es mir so, weil einfach das Buch so dick ist und die Schrift so klein und es kaum Bilder hat. Ja, also ihr seht, es geht mir eher bei Reihen so, die ich hier habe, dass ich jetzt so daran am Zweifeln bin, ob ich die jemals lesen werde. Ich habe mir sowieso dieses Jahr so ein bisschen das Ziel gesetzt, meine ganzen Reihen etwas abzubauen. Das heißt, immer mal nach einem Reihenteil zu greifen. Aber ihr werdet das in meinem Lesen im 110, wie ich das umgesetzt habe, nämlich fast gar nicht. Und das ist schon echt schlimm. Aber ich werde versuchen, das im April in irgendeiner Form zu machen, dass ich auch wirklich die Reihenteile hintereinander weglese. Weil ich habe hier wirklich so viele komplette Trilogien hier. Das heißt, ich könnte die auch wirklich hintereinander weglesen. Und ich mache es halt nicht. Und deswegen im April wird ein Monat der Reihe. Ich habe mir das fest vorgenommen und ja... Ich meine, ihr könnt es am besten mitverfolgen, ob es für mich klappt oder nicht. Ich werde es ja dann in dem nächsten Lesemonat euch zeigen. In dem Lesemonat, in der jetzt kommt, werdet ihr sehen, dass ich es fast gar nicht durchgesetzt habe. Und im April werde ich es wirklich versuchen, weil es geht so nicht weiter. Ich sammle immer weiter Reihen an. Und ich habe auch jetzt schon mir für nächsten Monat, weil ich jetzt kein Geld mehr habe, eine Reihe reserviert, die ich mir kaufen werde. Ich sage euch nicht welche, weil das werdet ihr dann im nächsten Neuzugang-Video sehen. Die ich auch schon so lange haben will. Und wenn sie mal hier ist, dann... habe ich schon wieder eine komplette Reihe hier und ich muss das echt abbauen. Das ist so viel und ja, mein Ziel ist das und ja. So, wen tagge ich? Ich glaube, dieser Tag ist schon älter, deswegen sage ich jetzt gar nicht dazu, wen ich konkret tagge. Ich tagge alle die das noch nicht gemacht haben, die Bock haben, diesen Tag zu machen. Und macht ihn, wenn ihr Lust dran habt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Achso, ja, und schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr schon irgendwas von den Büchern, die ich gezeigt habe, gelesen habt. Und mir dazu so ein bisschen eure Meinung schreiben könnt, dann macht es gerne. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ein bisschen so eine Richtung weiß, in was es geht. Also für andere, wie sie die Bücher gefunden haben. Genau, aber jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.